Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Es ist schon 14 Uhr, also ich werde eigentlich ganz, ganz sicher heute und morgen einfach wieder zusammenlegen. Ich gucke gerade Fernsehen. Ich bin heute voll lang liegen geblieben. Ich glaube, ich bin so um 10:30 oder 10:45 aufgewacht. Und irgendwie erst so um, ich glaube, ich bin noch über fast 2 Stunden. 1,5 Stunden noch liegen geblieben, habe einfach bin so auf TikTok wieder komplett verloren gegangen. Und ja, jetzt sitze ich hier. Chantal ist in der Arbeit und die fährt heute direkt nach der Arbeit zu ihrem Papa. Und genau, ich bin heute allein und sie kommt morgen wieder. Und ja, ich habe keinen Plan. Ich bin irgendwie so, ich weiß nicht, meine Haare müsste ich waschen, aber ich habe auch kein Bock drauf, so ist die dann eh. Eh, kann man eh nichts draus machen, so. Und ich habe einfach keinen Plan. Es ist echt schwierig, weil ich denke mir so, jetzt hatte ich immer was zu tun, immer was, was ich filmen konnte, immer irgendwas, was interessant war und gefühlt. Es gibt irgendwie nichts zu tun. Also, ich kann nichts machen. Was habe ich denn im ersten Lockdown immer gemacht? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich meine, die letzten Wochen war halt immer Umzug. Aber was habe ich im ersten Lockdown immer gemacht? Dass meine Videos einigermaßen interessant waren. Also ich lege es nicht drauf an, interessante Videos zu machen. Ich filme einfach meinen Alltag. Aber es gibt ja auch diese YouTuber, die extra irgendwas machen oder so irgendwas. Irgendwie, wie soll ich sagen, ich filme halt einfach meinen Alltag, so wie er ist. Aber es gibt Leute, die extra irgendwas planen, machen, damit die Videos interessant werden. Und was soll ich da tun? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich heute überhaupt noch irgendein Make-up in mein Gesicht mache. Ich habe noch gar keinen Plan, was ich heute machen soll. Null. Setze ich mich her, schaue nur fern. Soll ich irgendeine Soll ich irgendeine Serie angucken? Mir fehlt übrigens auf diesem Fernseher Vox Up. Und da läuft sonntags immer Shopping Queen. Und unter der Woche läuft immer Mieten, Kaufen, Wohnen. Und ich habe diesen Sender hier nicht. Und ich habe schon versucht, den zu suchen. Aber ich finde den auch nicht. Also irgendwie, der fehlt mir. Da würde jetzt Shopping Queen laufen. Ja, ich werde euch wissen lassen, was ich als nächstes mache, wenn ich was mache. Ich fühle mich auch so schlecht. So. Mir fehlen meine Haare. Naja, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was heute passiert, wenn was passiert. Genau. Hey, seht ihr das, Leute? It's a mess. Das hier muss halt wachsen. Aber es wächst langsam. Und wisst ihr, was das Dumme ist? Ich muss sie so oft waschen, weil ich halt ständig irgendwie drin rum, ja, so mache, wie ich es halt jetzt gerade mache, die irgendwie so. So, und oft mache ich sie dann alle so nach hinten. Und weil ich halt keine Frisur gerade habe und weil ich gerade keinen richtigen Schnitt habe und weil ich die eh nicht stylen kann und nichts damit mache, fasse ich mir die ganze Zeit so rein. Wenn ich die morgens eigentlich style, dann sind die ja fertig und dann passt's. Und dann fasse ich da auch nicht mehr rein. Aber gerade jetzt auch zu Hause, wo ich ja nichts mit denen mache und die halt einfach nur so rumfliegen, mache ich immer so. Oder mache immer, stehe vorm Spiegel und mache immer den hier. Und das ist halt blöd, weil die sind dann immer direkt, sehen die fettig aus, obwohl die eigentlich noch gar nicht
Obwohl ich die eigentlich so noch gar nicht waschen müsste, würde ich das hier nicht immer machen. Sieht ja aus wie Tim Heilig. Kennt ihn noch wer? Es ist, glaube ich, mindestens 4 Stunden später. Nee, es ist 6 Stunden später. Ups. Ich habe ja angefangen um 2, glaube ich. Ja. Was soll ich sagen? Ich habe in der Zeit nicht so viel gemacht. Wobei, ich habe so Papierkram-Sachen gemacht. Das ist halt alles immer super langweilig und nervig. Und ich habe halt so einen neuen Dauerauftrag gemacht. Alles, weil sich das halt jetzt alles ändert und so weiter durch den Umzug. Und Überweisungen gemacht. Und dann habe ich noch ein Video geschnitten. Genau, die Roomtour und dieses ganze Renovieren und so weiter, das habe ich geschnitten und gerade eben schon hochgeladen. Und ansonsten habe ich, was habe ich noch gemacht? Ich habe einen TikTok gemacht, dass meine Wäsche gefroren ist. Supi. Und ich habe 1 Stunde Hula Hoop gemacht. Das ist zumindest wirklich sinnvoll gewesen. Und ja, also ich habe jetzt wirklich 1 Stunde durchgezogen, 1 Stunde hier Hula Hoop gemacht. Währenddessen habe ich hier Sabrina geguckt. Das läuft auf Pluto TV. Kann man sich auch am Handy runterladen und es ist auch kostenlos. Genau. Und ich habe ein bisschen so TikTok geguckt und so ging diese Stunde jetzt eigentlich recht gut um. Genau. Und jetzt werde ich mir danach langsam mal was zu essen machen, weil ich habe heute noch nicht wirklich was gegessen. Ein Corny-Müsli-Riegel. Das Ding ist aber, ich habe heute versucht drauf zu hören, wann ich hungrig bin. Also so, sprich, so nicht jetzt dieses, ich habe jetzt Bock drauf, sondern wann habe ich Hunger, wann knurrt mein Magen, aber irgendwie setzt es heute nicht ein. Ich trinke halt super viel von meinem SodaStream. Spezi und ich weiß, viele sagen immer so, lass doch diesen Scheiß mal weg, bla bla bla, aber der hat fast keine Kalorien, der ist ohne Zucker und ich weiß, ohne Zucker ist auch nicht immer gesund, aber es geht mir um die Kalorien und der hat halt einfach fast keine Kalorien, also von daher kann ich den trinken. Und irgendwie sättigt mich das auch immer so ein bisschen und dadurch, dass ich davon so viel trinke, habe ich irgendwie keinen Hunger. Aber ich werde mir jetzt trotzdem gleich was machen. Und ja, es tut mir leid, dass es so langweilig ist. Aber das ist das Leben. So, immer noch hier. Ich habe gerade die ersten Kommentare unter meinem neuen Video angeguckt, unter der leeren Roomtour. Und ich verstehe irgendwie nicht. Die Leute schreiben so oder ihr schreibt so, die Wohnung in Passau ist viel schöner, die alte Wohnung war viel schöner. Aber keiner erklärt, warum. Was findet man an der alten Wohnung hier schöner als an der dort? Weil für mich ist da nicht viel Unterschied. Also ich habe in Berlin 3 Quadratmeter weniger. Ich finde, das äußert sich vor allem im Bad. Das merkt man, das ist kleiner. Aber finde ich vollkommen top. Also für mich ist ein kleines Bad perfekt, weil was will ich denn mit einem riesen Badezimmer? Und am Balkon, da ist ein kleines bisschen kleiner und vielleicht im Schlafzimmer. Wobei ich finde, das Schlafzimmer ist sogar gut geschnitten. Also ich sehe weder hier noch dort irgendwelche. Es gibt überall Pro und Contra. Also ich verstehe es irgendwie nicht. Ich habe dort ein viel, viel größeres Wohnzimmer noch. Also viel, viel größer, bisschen größer auf jeden Fall, was ich hier schon super fand, dass es groß ist, aber dort ist es noch größer. Dann habe ich dort ein kleineres Bad, was für mich persönlich irgendwie besser ist, wobei ich dieses Bad hier auch toll finde.
In beiden ist kein Fenster. Ich habe dort in der Küche kein Fenster. Also das ist mehr wie so eine offene Küche sozusagen, so eine Wohnküche irgendwie, aber doch abgetrennt. Das ist vielleicht ein Nachteil zu der Wohnung hier. Also das finde ich hier schon cooler, dass die Küche Fenster hat, logischerweise. Aber wisst ihr, es ist so, es gibt überall Plus und Minus. Und da frage ich mich immer, wo wohnt ihr? Das ist doch eine ganz normale Wohnung und ich für meinen Teil finde ich, habe es ganz gut erwischt. Also, das ist doch, es gibt da nichts. Also, für mich gibt es da gar nichts, was ich irgendwie beanstanden könnte. Also, ich verstehe es nicht. Also, ich nehme das jetzt nicht persönlich. Ich wohne da drin. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Das ist ja für mich absolut, ich will es nur verstehen. Weil wenn, dann schreiben die Leute immer aus Scheiße aus. Also jetzt nicht in diesem Fall, aber keiner begründet irgendwas. Und ich habe jedem, der geschrieben hat, die alte Wohnung ist schöner, habe ich geschrieben, also schöner hin oder her. Ihr wisst, ich habe es ja gerade erklärt, ich will ja nicht sagen, dass die Wohnung in Berlin schöner ist als diese hier. Ich finde nur, dass die beide gleich schön sind. Nur jede Wohnung hat seinen Vor- und Nachteil. Und es gibt in Berlin Sachen, die ich in der Wohnung schöner finde als hier oder cooler finde. Und dann wiederum gibt es auch hier Sachen, die ich hier lieber mochte und cooler fand als dort. Also das ist eigentlich so gleich, finde ich. Leute, seht ihr das? Also das ist schlimmer, das sieht schlimmer aus, als es ist. Aber ich habe eine Stunde Hula-Hoop gemacht. Und ich muss sagen, wenn ich habe dann meine Hose ausgezogen, also ich habe quasi so in Unterwäsche Hula-Hoop gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, das fällt mir halt immer leichter dann. Aber wenn ich das mache, dann merke ich, wie es mich an den Stellen, wo der Hula-Hoop halt hier so sich bewegt, mich juckt es dann immer irgendwie so. Und dann habe ich halt oft so mal so gekratzt und so. Und das sieht jetzt so aus. Ich schwöre, ich habe nicht stark gekratzt. Also das sieht echt heftig aus. So Leute, das ist my food now. Ich habe mir hier so ein kleines bisschen Salat gemacht. Und diese Nudeln, die habe ich vorher noch nie probiert. Ich hoffe mal, die sind nicht so scharf wie diese rosanen Nudeln, aber die sind auch aus dem Asialaden. Und ja, die werde ich jetzt mal probieren. Und ich habe mir hier noch Brennnesseltee gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. So Leute, ich fahre jetzt in die Stadt, weil ich einen Physiotermin nochmal habe. Das ist mein letzter. Der ist um 15 Uhr. Dann muss ich noch kurz zu DM. Und dann muss ich mal gucken, ob bei uns der Asialaden offen hat. Theoretisch ist es ja Lebensmittel. Und da bräuchte ich dann Nudeln. Und bei DM möchte ich mir wieder so ein Haargel kaufen, weil jetzt habe ich die Haare heute mal wieder so gemacht. Vielleicht trage ich sie öfter noch mal so. Ich weiß es nicht. Ohne Leute, die hier sind richtig lecker. Die habe ich gestern zum ersten Mal gegessen und die sind auch gar nicht scharf oder so. Da werde ich mir jetzt auf jeden Fall einiges mitnehmen. Und ansonsten. So viel Aswell. Ich kann mich nicht entscheiden. So Leute, ich bin wieder zu Hause und hi erstmal, so richtig Hallo gesagt habe ich heute noch gar nicht. Ich genau, bin wieder zu Hause. Ich habe heute meine Haare einfach mal wieder so gemacht. Ich weiß es nicht. Hier, die sind halt echt schon gut lang geworden, aber das hier oben. Ah, naja, ich habe das jetzt mal wieder so gemacht.
I don't know. Auf jeden Fall, ich werde jetzt hier gleich einen TikTok drehen, weil ich war nämlich bei DM und habe dort einen TikTok gedreht. Und ich will jetzt noch so einen kleinen Haul machen. Ich war nämlich auch bei Müller, da habe ich auch einen TikTok gedreht. Und die Sachen kann ich euch mal zeigen. Ich habe mir hier so Stifte geholt, weil Konzi hat mir nämlich letztens zum Einzug, er hat mir so ein paar kleine Sachen mitgebracht und da war unter anderem richtig geil ein Malbuch von Youngblood mit dabei. Also das ist quasi so, ich kann es euch mal zeigen. Habe ich euch das schon gezeigt? Ich glaube nicht. Und zwar das hier. Und vielleicht habe ich mal Zeit und Lust, da etwas auszumalen. Das kann man auswählen. Geil. Einfach nur geil. Und dann habe ich mir dazu gleich noch einen Spitzer und einmal Hautfarbe mitgenommen, weil ich glaube, das ist hier nicht drinnen. Und dann habe ich mir noch so andere Sachen vielleicht so für TikTok geholt. Hier zum Beispiel gibt es so ein Schaumparty-Malseife. Also das ist bunte Seife, mit der man dann irgendwie malen kann. Dann habe ich mir einen Schleim geholt. Ich habe noch nie Schleim gemacht. Und was ich unbedingt mal probieren möchte, ich habe das auch noch nie in meinem ganzen Leben ausprobiert, sind solche Nägel zum Aufkleben. Wir werden sehen. Ich will es einfach mal probieren. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gemacht. Wir werden sehen. Aber es gibt Leute, die machen ständig sowas. Und wenn einer wieder runtergeht, dann kleben die den wieder neu. Und ich weiß nicht. Ich werde es mal ausprobieren. Und jetzt mache ich hier einen kleinen Haul mit den DM-Sachen, weil ich bin tatsächlich für diese Mattpaste zu DM gegangen, für meine Haare. Und weil ich hatte die schon, habe die aber Max geschenkt und habe gesagt, so ja, ich komme ja eh öfter zu DM und kann mir die ja neu kaufen. Jetzt habe ich eine Weile meine Haare ja immer so im Scheitel getragen, da brauchte ich sowas nicht, aber ich habe mir die jetzt mal wieder geholt. Und ich wollte das kaufen, das. Und ich habe einfach 75 € ausgegeben. Was ist falsch mit mir? Aber das ist halt dieses DM-Ding. Es ist wirklich, glaube ich, war eine Stunde bei DM, habe geguckt und ein bisschen so. Mir ist so viel eingefallen. Hier zum Beispiel auch habe ich mir eine Bürste geholt, weil wenn zum Beispiel Chantal nicht hier ist, dann nimmt sie ihre Bürste immer mit. Und ich habe halt dann nur einen Tangle-Teaser. Und ich brauche aber so eine Bürste mit Griff irgendwie zusätzlich noch. Habe ich mit dir geholt und alles so Kleinigkeiten. Und weil ich gerade in diesen Hocker geguckt habe, um dieses Malbuch zu holen, ich habe hier die letzten Tage übrigens Musterstücke bekommen von meiner Wohnwand, die ich mir holen will. Und zwar sind das diese Farben. Das ist die, die ich euch in diesem Video, wo ich euch die Möbel zeige, die mir gefallen würden, gezeigt habe. Und das Lustige ist, ich habe die letztens dann in Berlin meinem Papa gezeigt, dass ich mir diese Wohnwand vorstelle und er so genau die gleiche hat er sich auch angeguckt und wollte die. Aber das Wohnzimmer von meinem Papa ist zu klein für diese Wohnwand und von daher konnte er sich die nicht holen. Aber genau die gleiche hat er sich auch angeschaut. Und ja. Man konnte sich bei Otto dann so kostenlose Muster zuschicken lassen vom Holz und eben von diesem Graphitteil, weil ich habe immer gesagt, das ist schwarz mit Holz. Und ihr habt mir dann schon geschrieben, das ist Graphit, also aufpassen, es ist nicht rein schwarz, aber ich finde es schön, es muss eh nicht rein schwarz sein. Mir gefällt das eigentlich ganz gut so. Und ja, das sind diese zwei Teile. Und außerdem muss ich jetzt an der Stelle echt mal sagen, ich habe gestern meine Roomtour hochgeladen und immer noch schockiert mit diesen Kommentaren, wirklich. Also teilweise, ich weiß nicht, in welchen Villen manche Menschen leben, aber ich bin immer noch schock. Also es tut mir nichts, weil ich kann es sowieso nicht ändern. Ich würde auch never, weil jetzt irgendjemand sagt, das ist nicht schön, irgendeine andere Wohnung ziehen, um Gottes Willen. Ihr wisst doch gar nicht, also oder die Leute, die das schreiben, wissen gar nicht, wo ich wohne. Was für eine gute Lage das ist und vor allem, ich glaube, ich habe es gesagt, wie viel ich bezahle dafür, oder? Also von daher, oh mein Gott, das Wohnzimmer ist so groß wie dieses hier plus noch ein Stück dran, wo ich theoretisch, wie soll ich sagen, eine Essecke machen könnte oder in meinem Fall halt einen Schminktisch hinstellen kann, so eine YouTube-Ecke machen kann. Also ich weiß nicht, wo, das ist doch. Ich weiß nicht, bin ich so normal?
Für mich ist es eigentlich schon Luxus. Jemand hat auch geschrieben, weil ich das gerade höre, die Wohnung ist zu klein für drei Katzen. Die ist 3 Quadratmeter. Boah, Miley! Hey! Die ist 3 Quadratmeter kleiner als diese hier, also für jeden 1 Quadratmeter weniger. Ich glaube, die können das verkraften. Und die halten sich eh immer auf, wo ich bin. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel drüben im Schlafzimmer bin, dann, und irgendwas in meinem Schrank mache, dann sind die alle drei in diesem Raum, weil ich da bin. Wenn ich zum Beispiel jetzt hier im Wohnzimmer bin, dann sind alle drei hier bei mir im Wohnzimmer. Die könnten sich überall verteilen, aber sie tun es nicht, weil sie immer da sind, wo ich bin. Was schön ist. Ich liebe das immer so, wenn ich wohin gehe und die sind einfach immer bei mir. Das ist so, die haben die ganze Wohnung für sich und wenn ich jetzt drüber gehe ins Schlafzimmer und zum Beispiel irgendwas im Schrank räume, dann sind die alle drei in diesem Zimmer, in diesem kleinen Zimmer. So. Das ist so, ich finde, das ist so schön, wenn die einem einfach, wenn die immer mitgehen und die immer bei einem sind. Manchmal nervt es ein bisschen, weil die dann auch rumgucken und alles sehen wollen, was ich da mache. Aber das ist schon schön. Ja, aber jetzt will ich nicht abschweifen. Ich werde euch gleich hier noch zeigen, was ich mir geholt habe, aber ich muss das erst jetzt so für einen TikTok machen und dann zeige ich euch das jetzt hier auch noch. Weil das TikTok-Game ist gerade wieder ein bisschen aktuell. So. Das ging jetzt tatsächlich schnell und das nervt mich ein bisschen, weil warum geht es so schnell, warum ist es so wenig? Kennt ihr das, man bezahlt gefühlt so voll viel und dann ist es, dann denkt man sich so, hä, wo hat das 25 Euro gekostet? Ich habe gekauft ein Pesto. Ich muss sagen, ich bin halt auch wieder hungrig einkaufen gegangen und eigentlich kaufe ich kein Pesto, weil mir das echt zu viele Kalorien hat, aber vielleicht kann man das irgendwo nur so einen Löffel voll mit reinmischen oder so. Das vielleicht mal so probieren. Dann habe ich Haferflocken geholt. Haben wir, glaube ich, nicht mehr. Dann habe ich mir diese Nudeln geholt, weil ich finde, dass das die besten Nudeln ever sind. Also wirklich, das sind einfach die besten Nudeln. Dann habe ich Vanillepudding gekauft. Ja, ich war hungrig. Mein Gott. Eigentlich dumm, aber egal. Das hält sich ja. Dann habe ich mir ein Duschgel geholt. Ich habe mir geholt, das hat alles so den Preis so in die Höhe getrieben, eine BB-Cream, aber die war oft in meinem Handrücken richtig schön. Und ich werde die mal ausprobieren. Und ein Lippenstift. Noch ein Oranger in meiner Sammlung. Aber der. Der riecht gut. Und der ist so. Das ist von L'Oreal die Nummer 184. Ja. Und der ist nicht ganz matt. Ja. Brauchbar. Dann habe ich mir eine Bürste geholt. Die ist tatsächlich nicht verkehrt, weil wenn zum Beispiel Chantal nicht hier ist, dann nimmt die sich ihre Bürste immer mit. Und ich habe keine. Habe ich das gerade schon erzählt? Ich glaube schon. Und von da habe ich eine Bürste geholt. Dann habe ich mir tatsächlich, ah ja, hier noch ein Deo, Shampoo und Spülung gekauft. Also was ich hier richtig cool fand, passt auf, das ist von Pure 97, ohne Silikone und Farbstoffe, 100% vegan. Es klingt halt schon mal gut, aber das steht ja immer drauf, gefühlt, und dann sind halt diese Silikonersatzstoffe drin. Aber was bei dieser Marke richtig geil ist, ist, dass hier hinten die Inhaltsstoffe stehen und die daneben beschrieben sind auf Deutsch. Das ist richtig krass. Das finde ich ja richtig gut. Das sollte es halt überall geben. Da muss ich das nicht erst immer durchgoogeln. Und also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann. Seht ihr, es ist hier der Inhaltsstoff und dann steht zum Beispiel dahinter direkt die Beschreibung, was macht das. Zum Beispiel bei Wasser steht natürlich löst und verdünnt andere Inhaltsstoffe, logisch. Oder zum Beispiel, ist es nicht? Hier steht zum Beispiel Zitronensäure, optimiert den pH-Wert.
Hier haben wir Olivenöl, Feuchtigkeit spendend, Zitrimoniumchloride ist ein Emulgator, wirkt antistatisch. Ja, schon cool. Lavendel, und das ist halt mit Lavendel und sehr, sehr gut. Also das muss ich mal ausprobieren. Nur. Ups. Dann habe ich mir hier einen Shake geholt, weil ich irgendwie hatte ich. Ja, ich hatte Bock. Ich hatte plötzlich stand dann, hatte Bock auf diesen Shake und ich habe den eigentlich noch, aber der steht halt jetzt in Berlin. Und dann wollte ich mir eigentlich so kleine Päckchen holen, weil von dem Vanille gibt es auch so kleine Probierpäckchen. Und aber ich dachte mir, es lohnt sich auch, den hier zu holen. Dann haben wir so Tücher, die habe ich eigentlich irgendwie immer zu Hause. Und dann habe ich mir endlich mal Handschuhe geholt, weil ich gefühlt schon seit Monaten ohne Handschuhe Haare färbe. Dann habe ich mir noch Abschminktücher geholt. Ich habe zwar meine Sachen zum Beispiel von Bellavia zum Abschminken, dieses Dings so, dieses Mousse so zum Abschminken und so. Aber ich habe letztens mir mal von Chantal ein Abschminktuch genommen und das ging schon easy. Keine Ahnung. Ich dachte mir, ich hole mir mal wieder welche. Das war's. Jetzt zeige ich euch noch, was ich mir im Asiamarkt geholt habe. Fand ich richtig cool, dass die offen hatten. Aber ja, es wären auch Lebensmittel. Ich habe mir hier einmal so Cognac-Körner geholt. Also hier steht jetzt nicht Reis, sondern hier steht Körner. Das fand ich irgendwie interessant. Also ich habe ja Cognac-Nudeln und ich habe Cognac-Reis drüben und hier steht Körner. Wahrscheinlich ist es, ich weiß es nicht, ja, ähnlich wahrscheinlich wie Reis. Aber hier steht Körner. Aber nein, das muss ich mir anschauen. Und dann habe ich mir eigentlich nur noch 4 Stück von diesen Nudeln hier geholt. Die habe ich gestern tatsächlich zum ersten Mal probiert abends. Habe ich euch, glaube ich, gefilmt. Und die waren richtig gut. Also die haben richtig gut geschmeckt. Waren schnell gemacht. Hat eine Packung 600 Kalorien. Aber wenn zum Beispiel mal schnell gehen muss mit Salat dazu. Also es war wirklich lecker. Und es war nicht scharf. Also ganz normal. Es hat wirklich gut geschmeckt. Ohne dass man sich wie bei den anderen Nudeln hier einmal komplett alles verbrennt. Ja, das fand ich eigentlich ganz cool. Habe ich mir direkt 4 Packungen geholt.